Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, ihr Lieben, so ist es. Das Herz voraus, ja. Und das ist ein tolles Lebensmotto. Und auf der neuen Platte habe ich wirklich viel aus meinem Leben so ein bisschen von der Seele geschrieben. Ich habe vor einem Jahr hier in Magdeburg ein Konzert gegeben. Ich stehe jetzt hier vor euch und vielleicht wundert sich der eine oder andere, ja, warum ist er denn so aufgeregt? Platz 9, Mensch, ja super, klar. Das muss man doch mit so einem tollen Album, muss doch selbstverständlich sein. Nein, ist es nicht. Denn wenn ihr euch zurückerinnert, wann ihr mich vielleicht das letzte Mal in einer großen, wirklich großen Samstagabendsendung gesehen habt, dann müsst ihr ganz schön weit zurückkramen. Dieser Platz 9, den habt ihr geschafft. Ihr, die die Box oder die CD schon gekauft haben letzte Woche. Und deshalb ist es nicht selbstverständlich für mich, dass ich als Mädchen aus der Kleinstadt, aus Halberstadt, bei Magdeburg, habe ich immer gesagt, Halberstadt bei Magdeburg, das ist nicht selbstverständlich, dass man überhaupt in die Charts kommt. Es ist nicht mal selbstverständlich, dass man einen Plattenvertrag kriegt. Und das hatte ich mit dem ersten Album, mit dem zweiten auch. Mit dem dritten haben wir uns selbstständig gemacht. Ich habe eine eigene Plattenfirma, gemeinsam mit André. Und wir zwei sind ein ganz kleines Team, um euch mit dieser wunderschönen Musik glücklich zu machen. Denn jede andere Plattenfirma war einfach zu doof, das zu verstehen. Und deshalb macht es mich umso mehr stolz, dass ich heute hier stehen kann mit euch, dass ihr schon mitsingen könnt. Und ich habe ein Lied, das liegt mir ganz besonders am Herzen. Und ich habe es die ganze Woche geschafft, das ohne zu heulen zu singen. Ich habe keine Ahnung, ob es mir heute gelingen wird, weil es ist das persönlichste Lied, was ich bisher gemacht habe. Es ist auch auf der CD nochmal laut. Und ich glaube, das könnt ihr hier in Magdeburg oder auch in der Umgebung, in Bonn, in Burg, in Schönebeck, da kann man das nachvollziehen, auch in Halberstadt, dass aus der kleinen Stadt große Träume kommen, die wahr werden können. Und wenn auch so eine kleine Stadt, ich meine Magdeburg ist ja schon ein bisschen größer, aber trotzdem gibt es hier noch Ecken, wo alles, naja, seit ein paar Jahren wirklich auch gleich ist, ne? Und wo man sich manchmal langweilt als Teenager oder so, so geht es mir zumindest in Halberstadt. Aber wenn ich heute zurückkomme, dann weiß ich, dass es keine Langeweile, sondern Beständigkeit. Das ist etwas Gutes, das ist was Schönes und zu Hause kann keiner ersetzen. Und genau darum geht es in dem nächsten Lied. Das ist unsere Verbindung unter uns Kleinstädtern oder die kleinen Großstädte wie Magdeburg. Hier ist für euch kleine Stadt.